Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Remember Me. Wir sehen gerade, Nillen steht immer noch mitten in diesem komischen, ja, OP-Labor-Saal, bla, keine Ahnung. Wir wollen den Dr. Craig, glaube ich, heißt er, jetzt mal richtig packen und... Oh, ich habe mich vergessen vorzustellen. Ich bin natürlich der Element. Für alle, die es interessiert, für alle, die es nicht interessiert, jetzt wisst ihr es trotzdem. Und jetzt gehen wir einfach los und schauen mal, was es da zu erleben gibt. Ja, sprich zu uns. Schau an, wie eifrig sie die neue Ära der Erleuchtung verhindern will. Sie will, dass wir weiter in unserem düsteren Individualismus leben. Geht, meine Kinder, teilt meinen Traum mit ihr. Okay, ich weiß, die Szene haben wir schon mal gesehen, weil ich bin ja letztes Mal genau da leider so hängen geblieben. Aber dann haben wir es uns halt jetzt nochmal angeschaut. Damit können wir ja leben, würde ich mal ausgehen. Oh, geh weg. Strategie. Meine Arbeit ist die Zukunft. Ich habe eine Idee, okay. Bin die Zukunft. Jawohl. Dann als allererstes würde das, glaube ich, super funktionieren. Einmal Logikbombe. Top, hat funktioniert. Hihi. Aber der Individualismus hat ausgedient. Erstmal du dein Schild weg. Den Typen darf ich ja nicht schlagen, also nicht zu krass, weil da kriege ich ja Schaden. Das ist das Problem. Ich hasse diese Weißen. Aber Gott sei Dank kann man ja den ich lade mich wieder auf Kombo, da kann man ihm aufs Maul hauen und gleichzeitig keinen Schaden bekommen. Das ist also bleibt bei plus minus null in etwa. Töte sie nicht! Ich will ihr Gedächtnis kosten! So, hat mich das jetzt Schaden gebracht? Ach Gott, sogar wenn ich sie aufs Maul haue so. Ja gut, dann laden wir uns jetzt einfach wieder auf und dann packen wir uns die Typen so. Meine Arbeit ist die Zukunft! Gut, voll aufgeladen. Ich bin die Zukunft! Dann, wir haben 2 von 3, wir nehmen nichts, weil mich meine scheiß Maus wieder mal im Stich lässt. Ja, also jetzt, Rost in Frieden, Tarnung, Raserei, DOS. Jawoll. Schade, kein 8-Hit-Kombo. Ich hätte gehofft, ich kriege ihn jetzt noch hin zum Schluss, aber... Individualismus hat ausgedient. Mit so vielen Feinden auf einmal sind diese 8-Hit-Kombos immer relativ schwierig. Jawoll! Ihr Verstand! Schade, ein Schlag noch, der hätte ich gebracht. Ich will ihr Blut! Tötet sie! Gut, dann, ich habe 3-mal Energie, das ist super. Nehmen wir erstmal gleich die Raserei. Der muss als erstes weg. Einer von den beiden Idioten von dem Großen muss als erstes weg. Das hat funktioniert. Und dann können wir gleich als nächstes... eine Logikbombe. Zum Schluss noch eine Tarnung, dass man nochmal einen von denen ausschaltet. Du bist ein Anachronismus-Gedächtnisjäger! Jawoll, überladen! Wieso hat das letztes Mal nicht so schön funktioniert? Haut doch jetzt eins ein! Und für dich habe ich noch eine Tarnung übrig. Außer meine Maus spinnt schon wieder. Na also, geht doch. Ich werde mir mal eine neue zulegen, das ich sehe schon. Jawoll, dann ist bloß noch der übrig. Lebe die kollektive Kraft! Jawohl, und einmal Verwirrung für mich. Sehr schön.
Meine Hat funktioniert. Arbeit ist die Zukunft. Ich bin die Zukunft. Ja, dein Gelalle kennen wir schon. Oh, was bist denn du für eine miese Sau? Was soll denn das? Gut, dass Nillen die Fähigkeit des Kletterns beherrscht. Niemand verhindert, dass ich meine Arbeit beende. Und du, Gedächtnisjägerin, wirst nicht länger. Oh! Nein! The Green! Nein! 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 Quaid hat er geheißen. Nicht Craig. Quaid. Dr. Quaid. Und wir haben ihn gepackt. Beziehungsweise der Ding hat ihn für uns erledigt. Und dann haben wir jetzt wieder das große Klettern. Sehr schön. Und jetzt gib mir dein Gehirn, du Arsch. Ach nein! Bad Request! Wir haben Bad Request gefunden. Bad Request. Bad, hier ist Nillin. Hörst du mich? Wir holen dich hier raus. Quaid! Er ist mir aus dem Kopf. Danke. Ja. Danke, Gedächtnisjägerin. Oh nee. Danke für das Öffnen der Türen. Johnny Greenteeth. Sie waren nicht nur das Subjekt eines Experiments, oder? Dr. Green? So leer. So wahr. Die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Ich sorge dafür, dass jeder erfährt, was dir hier angetan wurde. Wir waren Monster. Aber wenigstens waren wir frei. Er wollte uns zu seinen Sklaven machen. Quaid ist tot. Es ist vorbei. Code Schwarz. Authentifizierung akzeptiert. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Ja, es ist vorbei. Sebastian hat bezahlt. Jetzt bist du dran, Gedächtnisjägerin. Dann gehört es mir. Und dieses ganze Grauen wird von den Flammen verzehrt. Muss ich ihm jetzt aufs Maul hauen? Ach du Scheiße. Wird siegreich sein. Ach du Scheiße. Okay. Aufs Maul hauen. Also, nehmen wir gleich mal Sensenrasai. Tickelt mich in ihre Haut. Gib mich in ihre Haut. Was hast denn du für Probleme, Junge? Entdeckte Bedrohung. Da! Du hast uns raus! Und er holt seine Freunde wieder. Ja, super. Unsere Toten singen mit uns. Gesichtslose Tod. Das sind verdammt viele und ich habe keine Energie. Schatten des Zweifels. Jawohl. Okay, also gleich einmal. Wir haben hier vernünftig anfangen und ein bisschen was leerräumen. Kommt's alle zu mir. Stellt sich schön um ihn auf. Ganz gut. Werde ich den Pappenheimer am besten herhe? Daneben kaut, du Arsch! Ja, ich versuche eine Möglichkeit zu finden, ihn an der Teleportation zu hindern, aber das ist leichter gesagt, dann geht's getan. Ich habe eine Idee. Der gesichtslose Tod. Ich habe eine Idee. Dafür muss er allerdings vor mir stehen. Komm gefälligst her. Jawohl, und er ist in der Nähe. Es hat funktioniert.
Was mich ein bisschen stresst, ist, dass ich hier keine Energieanzeige oder sowas habe, dass ich sehe, wann der Green endlich drauf geht. Das wäre manchmal sehr praktisch zu wissen. Ich sehe dich. Unbekannter Tod. Die Hydra wird siegreich sein. Unser Tod. Komm, los. Ich will nicht deine Logikbombe für die ganzen Idioten verwenden. Und die kann ich auch noch nicht verwenden. Scheiße. Der gesichtslose Tod. Wieso sollte ich mich in seine Haut ein... wieso... Ah. Immer, wenn ich was sagen will und mein Mund schneller ist als mein Hirn. Furchtbar. Wieso sollte er sich in meine Haut wickeln wollen? Dr. Green, ist schon klar. Ja, schon wieder. Das ist unser tausendfaches Hirn. Komm her. Voll. Komm. Wir kriegen das hin. Er muss nur drauf gehen. Geh halt endlich drauf. Ja gut, dann verschwemmt man halt wieder mal eine Logikbombe. Auch wenn ich sie so liebe. Ich finde das Ding so geil. Ich sehe dich. Ja, dann schrei wieder mal nach deinen Kollegas. Sag ich doch. Immer das Gleiche. Was mich ein bisschen noch sehr beunruhigt ist, dass ja nebenher noch diese Selbstzerstörung läuft. Oh, du du blöde Mistratte, was war denn das? Ja, verfluchte Hühnerkacke, was geht jetzt ab? Die Hydra wird siegreich sein. Der Tod ist unsere Freiheit. Der darf mich nicht einmal erwischen. Das finde ich super. Der gesichtslose Tod. Verdeckte Bedrohung. Oh, der blinkt schon wieder. Okay, wir machen jetzt mal die Kombination. Ich lade jetzt mal meinen Scheiß komplett auf, meine ganzen Sensenenergie, und dann machen wir wieder mal eine Zusammenfügung. Viel fehlt er Gott sei Dank nicht mehr. Okay. Also, eine Dreier-Kombi. Bleib in der Nähe, komm her. Green, komm her. Also, erst der. Dann. Der. Oh, wieso in Slow Motion? Und dann setzen Raser rein. Jawohl, die Idee hat funktioniert. Die sollten wir weiterführen. Ah! Außer der holt ständig noch mehr von seinen Millionen kranken Freaks mit dazu. Du Spaß, du Dämlicher. Gib halt Ruhe, verreck einfach. Aber die Strategie, die ich mir vorgestellt habe, glaube ich, geht auf. Was uns tötet, macht uns stärker. Ich darf halt nur
nicht erlauben, dass er mich erwischt. In irgendeiner Art und Weise. Immer dieser wenn er diese Greifen macht, der könnte echt problematisch werden. Jawohl, und wir können wieder eine Triple-Kombo machen. Ich muss nur wieder in der Nähe stehen, damit das vernünftig hinhaut, so wie ich mir das vorstelle. Zum Beispiel jetzt. Da ist er und wir kombinieren. Wir verpassen ihm eine Luftbombe. Und wir prügeln bescheuert auf ihn ein. Und ich war zu langsam. Verdammt. Okay, aber er hat zumindest die Logikbombe voll abbekommen. Ich darf nur nicht erwischen lassen, wenn er nach meinem Bein greift. Das ist Todesurteil. Nicht gut. Ungenannter Tod. Ich sehe dich. Der gesichtslose Tod. Verdammte Bedrohung. Schatten des Zweifels. Okay. Aber solange wir den Energieauflademove einigermaßen drauf haben, geht das ja wunderbar. Ich sehe dich. Gott. Ich müsste einfach nur meine Fähigkeiten regenerieren und besser ausüben können. Der gesichtslose Tod. Wir fangen aber jetzt geht los mit einem Tritt, also. Tritt. Schlag drin. Tritt, Schlag, Tritt, Schlag. Ja, genau. Haut wieder drin, aber wir haben es gleich. Also, Sensenraserei ist los. Und Sensenraserei. Wow, 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 terminieren, 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 jawoll! Komm, komm, komm! Oh, Bad Request, nein! Verdammt! Fast! Okay, der Move nochmal von vorn. Wir kriegen's hin. Diesmal habe ich's. Erwischt. Und wir können ihn nochmal. Also, nochmal von vorn. Diesmal kriege ich's hin. Hey, der ist echt übel. Jetzt komm her. Jawoll. Gelöscht. Millen, Johnny befahl die Zerstörung der Laboratorien. Alles wird in die Luft fliegen. Du musst raus hier. Okay, komm her aus der Anlage. Okay, das machen wir dann. Nein, das machen wir noch. Ab in den Sarg. Auf Bad. Warum müssen wir Bad zurücklassen? Er hat uns das Leben gerettet, Mann. Er hat mir erst einmal geholfen! Und das kennen wir ja schon mit Sarg und so. Oh Mann.
Die Menschheit ist eine zerbrochene Reihe freier Menschen, die aufgrund der Subjektivität isoliert sind. Simone de Beauvoir. Französisch ist eine furchtbar schwere Sprache, habe ich das schon mal gesagt. Auch französische Namen sind ein bisschen schwer. Der Brodem der Bastille hat sich verzogen. Ich sehe alles klar. Memorize, Sensen, die Leaper, die grausamen, geheimen Experimente. Alles hängt zusammen. Ich will diese falsche Utopie zerplatzen lassen, sie zerfetzen. Ich muss den Konzeptionswürfel finden, im Herzen von Charles Cartier-Wells Mnemopolis. Dort wird der Sensenfluch gehütet. Sicher und warm, im kobaltblauen Schein von Memorized zentralen Servern. Nichts wird mich davon abhalten. Weder die mörderischen Maschinen, noch die brabbelnden Leaper, oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Das ist mal eine Ansage. Episode 7, jawoll! Das nächste Kapitel erreicht. Das verlorene Paradies. Ah, Mann. Aber ich bin ein bisschen stolz auf uns. Wir haben das jetzt echt gut gemacht. Und das ist der zentrale Würfel. Da müssen wir hin. Lass Memorize implodieren, sodass die Welt selbst den Namen Cartier-Wells vergisst. Wenn alles vorbei ist, stoßen wir auf David an. Danke, Olga. Wow, was für eine Rekrutin. Du hättest sie früher anheuern sollen. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Mnemopolis. Okay, aber genau das tun wir in der nächsten Folge. Ich freue mich, dass ihr mit mir zusammen gewesen seid. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Grande Finale, so wie mich das anschaut. Französisch, glaube ich, sagt man so, Grande Finale, ist ja auch egal. Es war mir eine Freude, genau das habe ich schon gesagt. Und beim nächsten Mal machen wir dann da weiter. Genießt das geile Wetter, noch Hammer 1, hoffen wir, es hält noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!